Ne? Ach, aber ich glaube, ihr Papa wäre stolz. Ja. Nun, dass das so gut der wäre stolz auf das ganze Team, genau. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier in Nörden-Hahnberg bei unserer Kleintierausstellung. Ja, super. Was habt ihr denn alles für Tiere hier? Wollen wir zusammen rumgehen? Genau, so machen wir das, Bede. Du bist Gisela, ne? Ich bin Gisela und bin momentan hier die Ausstellungsleiterin für diese Ausstellung, die wir hier durchführen. Ich sehe schon Kaninchen, ich bin ganz gespannt. Dann lass uns mal zusammen rumgehen. So machen wir das. Wo fangen wir an? Wir fangen einmal gleich hier bei den kleinen Hühnern an. So. Das hier sind jetzt Bantam in Zitronenporzellanfarbig. Ja, hier ist ein Hahn, ne? Genau. Die fliegen auch sehr gut, ne? Ja. Wahrscheinlich. Haben wir eine Henne da vorne? Eine 94, recht hoch dekorierte Henne. Schön, die Bantam. So. Die sind gesperrt, aber keine Mechelner, ne? Nee, genau. Haben Erbsen. Das sind Dominikaner. Dominikaner, auch eine seltene Rasse, ne? Ja, richtig. Genau, die stehen auch auf der roten Liste, glaube ich. Die haben eine Henne. Ich glaube, die legen auch recht gut, ne? Ja, das tun sie. Hören wir Kai wahrscheinlich nicht, ne? Wenn habe ich mir auch gerade auch gedacht. Ja, ja, weil ich habe nämlich den, deswegen habe ich jetzt nochmal ja gesagt. Okay. Ja, hast du gut gemacht. Nee, deswegen habe ich nochmal wiederholt, wollt, was du denn. Ich weiß nicht, wenn ihr beide wollt. Nee, ich kann es ja einfach wiederholen, das reicht ja. Ne? Weil, wie gesagt, du hast ja die Ahnung davon. Gut, okay. Wow, schwarz. Genau. Das sind Sumatra Schwarz, auch ausgestellt von unseren Zuchtfreunden hier. Wow, dieser Lack, der Grünlack, ne? Der ist ja gigantisch. Im Schweif. Wow. Wo ist denn eine Henne? Ist das eine Henne? Das ist eine Henne. Die putzt sich. Das Fleisch ist auch schwarz? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, weil der Kamm ist ja auch könnte schwarz. Sein, ja. Wir sind so ein bisschen Aman Chimani ähnlich, ne? Also ich weiß, dass es bei den Zwerghühnern, den Seidenhühnern, so dein Lila ist so ein bisschen. Okay. Aber bei denen weiß ich es tatsächlich nicht, die habe ich noch nicht nackt gesehen. So, jetzt kommen wir zu den Warzenenten in Weiß. Auch schöne Tiere, machen sich allerdings gleich dreckig, wenn sie sich irgendwo hinsetzen. Und namensgebend ist irgendeine Warze? Richtig. Wo sehen wir denn die Warze? Die Erbsen sind erbt, aber da sind sie recht klein. Normalerweise genau. Sind die kräftiger. Oben auf dem roten. Na, da sieht man so eine kleine Warze. Ah ja, quasi wo bei den Hühnern der Kamm ist. Genau. Richtig. Nur eben, dass sie hier halt noch nicht ganz ausgebildet ist. Und die Enten sind noch sehr jung. Und das kriegen nur die Erpel oder auch die Enten? Die Erpel stärker, die Enten weniger stark. Okay. Genau, die Erpel eben dann, ja, eigentlich so im Prinzip wie bei den Hühnern meistens ja auch, da kriegen die Hennen ja auch einen Kamm, nur eben nicht so groß und eben die Hähne dann größer. Ja. Oh, so, dann kommen wir zu unserem Ziergeflügel. Wir haben einmal hier die Rotschulterenten drin. Wir haben gerade Glück, dass sie so frei umherlaufen und sich nicht unter den Tannen verstecken. Das habt ihr ja wunderschön aufgebaut für die. Ja, das macht natürlich auch was her, wenn man die in so einer schönen Voliere dann zeigt, statt in einem Käfig. Ne? Ja. Und daneben noch? Und daneben, das sind dann die Gelbschnabelenten. Ah. Rotschulterenten und Gelbschnabelenten? Ja. Sind sie auch. Ja. Ja, wir können eine Pause. Ja. Das ist die Landrätin. Wir machen einfach Pause. Okay, gut, dann machen wir das so. Die Landrätin besucht die Kleintierausstellung in Nörden. Ich finde das super und bin neidisch, da wir in Göttingen es bislang die letzten Jahre trotz Einladung nicht geschafft haben, einen Bürgermeister oder gar Landrat auf unsere, Landwirt wollte ich schon sagen, auf unsere Leinetal-Geflügelschau zu locken. Wir bleiben aber dran und da bei uns sowohl Landrat als auch Bürgermeisterin gewechselt haben, stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht.
Da Gisela jetzt anfing, der Landrätin Klinkert Kittel die einzelnen Tiere vorzustellen, habe ich kurzerhand angefragt, ob ich sie nicht einfach mit der Kamera dabei begleiten dürfte. Die Landrätin hat aber leider kein eigenes Mikrofon bekommen. Meine zwei bleiben bei Gisela und mir. Ich hoffe, das geht so in Ordnung für euch. Weiter geht's. Aber eigentlich auch ganz schön, weil die verstecken sich sonst gerne unter den Tannen. Ja. Ist sonst ein bisschen ärgerlich, dass man sie nicht so sehen kann, genau. Ja. Und dadurch, dass sie halt ihre Nachbarn sehen können, haben wir dann da viel Freude mit. Ja, ansonsten, wir können auf der Außenwand weitergehen oder wir machen... Genau. Richtig. Die teuerste Taube 1,6 Millionen Euro, habe ich gelesen. Oh, das ist sehr teuer, ja. Also das wusste ich auch noch nicht. So, das sind einmal Gojoas in Gelb. Genau. Die werden jetzt auf Schönheit gezüchtet und nicht auf Leistung. Richtig. Na, da geht es wirklich dann nur um das Gefieder, dass das eben dann entsprechend der Farbe auch so aussieht und dass die weißen Absetzungen, die sind wirklich nur an den Stellen halt auch sein, wie das in dem Standard dann beschrieben ist, den wir dazu haben. Dann kommen wir schon ein Stückchen weiter. Das sind Gojoas in Schwarz. Mit diesem weißen Brustlappen oder wie das Ding da heißt, schon mit den anderen. Nur, dass die halt ja, genau, richtig. Ne, das sind halt eben die Farbunterschiede dann dazu. Mhm. Und ja, ne, man kann halt auch an der Ringfarbe erkennen, ob es eben einem Jungzüchter gehörte oder einem Altzüchter, weil Jungzüchter haben immer nur so einen lila Ring, so wie die hier jetzt gerade. Und die anderen haben halt immer mal wieder sechs verschiedene Farben, die sich dann eben ja, wechseln aus den Jahren. Mhm. Genau, hier, das ist die Familie Stietenrot, deshalb haben wir da auch jetzt relativ viele von. Ja, sind aber auch sehr gut betitelt worden und haben es auch verdient. Ja, genau, richtig. Das ist schon sehr gut. Oder besser gesagt, es ist hervorragend. Ja, ja. Nee, 97. Das hier ist jetzt das zweithöchste, was es gibt. Schon. 97 ist das höchste, was bei den Geflügelzüchtern vergeben werden kann. Bei den Kaninchenzüchtern könnte man tatsächlich auch bis 100 gehen. Allerdings ist es da so, dass sie das dann eben, ja, noch nie erreicht haben. Das allerhöchste, was ich mal gesehen habe, waren 99 Punkte. Das war aber auch, ich nenne es mal so ein bisschen Schummelei. Ach. Also, ja, das Tier hat dann ein paar Wochen später nur 93 Punkte noch gemacht. Ja, ist es. Mhm. Dann geht's weiter. Das sind die Gojoas, blau mit rosa Binden. Mit rosa Binden sogar? Ja. Das sieht man so ein bisschen das. Genau, das ist das Rosane. Was denn? Und so ein bisschen türkis, ne? Türkis ja. Blau und genau. Das ist das so schimmert, ne? Ja, das ist natürlich ganz toll beim Gefieder. Das schimmert einmal so ein bisschen grünlich und wenn sich der Lichteinfall ändert, dann wird es lila. Mhm. Das sieht halt dann auch sehr edel aus. Ja. So. Dann haben wir hier eine Taube, die ist halt auch Gojoa, weiß geschuppt. Jetzt muss ich selber noch mal ganz schnell gucken. So. Und dann haben wir hier noch die Gojoa in Bronze geschuppt. Hier sieht man auch am Gefieder, dass es denn schön diesen Bronzeton auch denn
Kunden zeigt und das macht natürlich eben dann die Farbbezeichnung aus. Ja, die auch, guck mal, hier haben wir ein Faultier mit 97. Oh, das ist ja toll. Nach dem Zuchtstand vorzüglich. Und das muss dann der zweite Preisrichter muss das gegenzeichnen. Das darf dann nicht einer alleine vergeben. Richtig. Genau. Bei Kaninchen ist das genauso. Ab der Note 97 müssen das dann zwei Preisrichter machen. Wenn nur ein Preisrichter bei Kaninchen engagiert wird, dann dürfen die maximal bis 96,5 richten. Auch noch ein kleiner Unterschied, bei Geflügel wird in ganzen Noten bewertet und bei Kaninchen gibt es halt auch halbe Noten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich nicht keinen Blödsinn erzähle. Also, das sind die Zwerg-Augsburger in Schwarz. Das sieht aber auch schön aus, wenn das nicht da so drauf fällt, ne? Ja, richtig, genau. Mhm. Das ist bei allen bei fast allen schwarzen Federn tatsächlich auch so, wenn die diesen besonderen Lichteinfall haben, dass die dann schimmern. Und die Augsburger haben einen ganz besonderen Kamm, den gibt es, glaube ich, sogar nur bei den Augsburgern. Das ist wie so eine Krone. Richtig, die haben drei Auswüchse, einen nach links zur Seite, einen nach rechts zur Seite und einen nach oben in der Mitte. Mhm. Stimmt. Hier bei ihm kann man passieren. Genau, beim Hahn. Mhm. Das ist auch eine sehr seltene Rasse. Mhm. Wenn man jetzt so Tiere züchtet, da kann man ja im Endeffekt sich nur schlau machen, wer weltweit oder deutschlandweit hat auch diese Rasse, um sich dann miteinander auszutauschen. Richtig, genau. So macht man das eigentlich auch in der Regel. Man tritt ja erstmal dann einem Verein bei und dadurch kommt man dann, oder man kann natürlich auch so als Privatperson auf andere Ausstellungen gehen, zum Beispiel Bundesschauen, Landesschauen. Da gibt es dann ja auch so einen Katalog, wie Sie jetzt auch haben, dann zu erwerben. Und da kann man dann halt sehen, was es für Tiere gibt. Wenn man halt vor den Ställen steht, sieht man ja, wie die Tiere aussehen. Und dann kann man halt sich den Züchter raussuchen. Es gibt hinten ein Ausstellerverzeichnis dann und dann sieht man halt, wo der wohnt. Dann kriegt man auch Telefonnummer, steht dann meistens mit bei. Und dann tauscht man sich aus, und genau, und dann richtig. Warum hat jetzt das Hühnchen keinen Kamm? Weil das ein Hühnchen ist. Eine Henne. Aber genau, und zwar. Das ist eine andere Rasse, also, genau. Das sind schon Seabrights. Das sind Seabrights in Silber gesäumt. Ach so, und die haben halt einen sehr kleinen Kamm. Wenn man die Henne sich jetzt nach vorne dreht, so ein bisschen, sieht man. Klein, so einen kleinen Huckel. Richtig, genau. Dass die so einen ganz kleinen hat. Und dann. Das Gesäumte kommt halt eben daher, dass die Feder einmal ringsrum komplett dann in Schwarz auch gesäumt ist. Das macht eben dieses Besondere dann an dem Tierchen aus. Und hier sieht man schon, die sind unheimlich neugierig und werden dann auch schnell zahm, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt. Die sind auch klein und zart, ne? Ja, genau. Die so ähnlich wie der Hahn dann auch eben dazu, denn die Farbe hat. Ja. Ja, und das Besondere an der Rasse ist auch, dass die Hähne hier hennenfiedrig sind. Der hat nicht diesen Sichelschwanz, diese krummen Federn hat dieser Hahn nicht. Das ist rassetypisch. Normal haben die Hähne ja so einen Sichelschwanz und das ist da auch was ganz Besonderes bei dieser Rasse. Oh, der ist durchgefallen. Was hat der? Die starken Kammauswülste entwerten. Ja, okay. Ich glaube, das ist bei den anderen genauso leider. Ja. Weil ganz so viel dürfen die nicht haben. Okay. Das ist allerdings nur bei den Seabrights und so. So, dann gehen wir gleich einmal hier runter. Wollen wir beide Seiten abhandeln oder erst nur eine Seite? Ach, wir können das noch ein bisschen parallel. Gut, dann machen wir das so. Dann fangen wir gleich hier mal an. Richtig, genau, das sind meine. Die Satin-Elfenbein-Rotauge, ja, auch eine sehr schöne Rasse, schon lange erzüchtet, kommt ursprünglich aus den USA. Aha. Ist aber schon sehr lange auch in Europa verbreitet, muss man mal so sagen. Ja, denn hier oben sind die Farbenzwerge weiß-grandfarbig Havanna. Auch noch nicht so lange erzüchtet, deshalb gibt es da ab und zu auch noch so Kleinigkeiten, die immer mal wieder noch dran verbessert werden können. Und die Kleinen so klein? Ein Stückchen werden sie noch größer, aber sonst bleiben die so klein. Die haben auch so kleine Ohren. Ja, richtig.
Ja, das ist das Merkmal so ein bisschen von den Farbenzwergen. Da gibt es halt auch ganz viele verschiedene andere Farben noch zu. Und die sind halt eben dann auch mit diesen kleinen Ohren gezeichnet. So. Richtig, das sind die gleichen. Das sind die Lokaninchen schwarz, genau. Lokaninchen heißen die? Lokaninchen und dann halt eben die Farbe dazu ist schwarz. Aha. Die gibt es auch noch in Blau. Dann ist halt eben ne, das, was jetzt schwarz ist, in so einem bläulichen Ton. Kann man am Aussehen bei den Kaninchen, ich wollte schon sagen Hahn und Henne unterscheiden, aber Rammler und... Rammler und Hesen. Aha. Wenn man sehr lange züchtet, hat man da so ein, irgendwann so ein kleines Auge für, ja. Dann kann also man an der Kopfform das meistens schon erkennen. Bei deinen würdest du es sehen? Jetzt hier? Zu den meisten ja. Ah. Sonst muss man also so. Also ich würde jetzt zum Beispiel sehen, dass das hier ein Rammler ist. Ah. Und wenn ich dann hier drauf gucke, sehe ich halt auch, dass es ein Rammler ist. Ja. Mhm. Aber sonst guckst du unten drunter. Genau, sonst gucke ich mir unten das Geschlecht dann entsprechend auch an. Ah. Das muss ich mir ja vor der Ausstellung sowieso angucken, weil es gibt manchmal leider auch Geschlechtsmissbildungen. Und dann würde das Kaninchen rausfliegen. Das wäre nicht so schön. Ja, genau. Ne, der hat halt wirklich so toll auch den ganzen Kopf. Ansonsten, der steht auch so ein bisschen und hängt nicht ganz platt am Boden. Die Ohren passen zu dem Kopf. Ne, und die Rückenlinie ist schön. Von daher hat der dann vorzüglich bekommen. Hübsch. Ja, genau. Richtig, jetzt kommen wir zu den Satin-Elfenbein-Blauauge. Das sind eben die von Papa dann. Wo wir zwei schon vorne gesehen hatten. Richtig, genau. Und ja, da sind die blauen Augen was Besonderes, ne? Ja, die sind halt noch nicht so lange erzüchtet, sind auch noch ein bisschen wilder tatsächlich. Aber in den Fällen hat sich sehr viel getan innerhalb der letzten Jahre, weil mein Vater halt auch eben viel dann weitergemacht. Mhm. Ne? Ja. Aber man sieht auch schon, manche haben ein bisschen größere Augen, manche ein bisschen kleinere, manche ein bisschen dickeren Kopf, manche ein bisschen dünneren Kopf. Richtig, ne? Genau. Ist so ähnlich eigentlich wie bei den Menschen. Und jedes Kaninchen hat auch seinen eigenen Charakter. Also man kann zwar sagen, die sind insgesamt ein bisschen wilder, die Tiere. Aber es gibt auch Tiere, ne, die sind dann wirklich zutraulicher und denen macht das dann nichts aus. Man muss natürlich bei Kaninchen immer vorsichtig sein. Man darf nie den Finger so reinhalten, weil dann denken die, das ist eine Möhre und dann knabbern die den auch gerne an. Das tut dann sehr weh. So, dann. Genau, jetzt muss ich erstmal wieder selber. Das sind Kropfertauben, die ihren Kropf so aufblähen können. Deswegen haben die so einen. Ja, das ist nicht immer und ist auch nicht. Also, das sind Stella Kröpfer in Weiß. Und genau, die können eben so wie hier schon, man das sehr gut sehen kann, sich immer mehr aufblasen im Gegensatz zu ihr hier. Und wenn man so einen bestimmten Ton macht, dann blasen die sich halt auch auf. Ja, die reagieren dann da drauf. Ich kann es leider nicht so gut wie der Züchter selber, aber genau, der hat auch so einen dicken Kopf jetzt gerade. Wozu lernen die das auch? Um größer zu wirken, oder? Nee, das sind tatsächlich auch diese Kröpfertauben eben entsprechend. Die haben diesen Blasebalg, damit die auch so ein bisschen imponieren können. Ne, gerade auch wenn Paarungszeit ist, dann bilden sich die Männchen sehr größer aus. Und hauen auf die Kacke. Okay, richtig, genau. So, hier kommen wir jetzt zu den Blaurechsen. Die sind halt auch eine sehr schöne Rasse. Dadurch, dass sie so kurzes Fell haben, sind die weicher als andere Kaninchen vom Fell her. Wenn man da reinfasst, merkt man das sehr gut. Bei meinen Satin ist es schon noch ein bisschen weicher, wie eben bei normalen. Aber hier ist es schon, genau, weil es halt kürzer ist. Richtig. Ja, genau.
hätte jetzt auch ohnehin zugucken, jetzt sehe ich es hier gerade, 01, hätte ich hier gleich gesagt, dass das eine Häsin ist, weil die hat einen schmaleren Kopf und da macht man denn das eigentlich so ein bisschen von abhängig. Bei den Kaninchen ist das meistens, nicht immer so, dass die dann breitere Backen haben im Gesicht, die Rammler. Und die Häsin sind dann ein wenig schmaler. Ja, genau, die gelben Gaujoises hatten wir schon. Ja, dann unsere Reihe jetzt mit den Rexen. Hallo, Peter, na? Grüß dich. Grüß dich. Hallo, ich bin der. Darf man gucken hier? Ja. 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 So, hier sitzt eben der beste Rammler der Ausstellung. Der wurde mit, genau, ein Blaurex, der wurde mit 97,5 Punkten bewertet. Das ist wirklich schon das Beste, was wir auf unserer Ausstellung haben. Genau, 97 gibt es ab und zu mal. Und 97,5 haben tatsächlich nur der beste Rammler und halt die beste Häsin der Ausstellung, da kommen wir gleich noch zu, den bekommen. Und daran merkt man eben dann auch, die sind noch mal so einen ganz kleinen Ticken besser denn wie die anderen eben. Bitte? Ja, der sollte entweder vorne noch irgendwo auf jeden Fall sich befinden und denn da das Ganze vertreten. Ja. Ja. 1,0 ist Junge und 0,1 ist Mädchen. Richtig, genau. Ja, die Rechse sind auch sehr gut schon erzüchtet und da merkt man auch, da steckt viel Pflege drin, dass die dann auch so sauber sind. Richtig, jetzt kommen wir zu den Schwarzrechsen. Die sind halt auch schon sehr weit. Und hier haben wir unter anderem die beste 01 der Schau mit drin, auch wieder mit 97,5 Punkten, die halt denn die zweite gleich höchste Prämierung der Schau hat. Wenn die hier heute so gut prämiert werden, dann setzt man die dann beispielsweise für die Zucht an ein. Ne? Ja, genau. Ja. Wie alt wird so eine Hase? Zum Ersten, das sind Kaninchen. Ja, Kaninchen. Ne, genau. Und so ein Kaninchen, das wird so im Schnitt 6 bis 7 Jahre alt. Das ist so der Durchschnitt vom Normalzuchtkaninchen. Es gibt auch welche, die werden nur 3, 4, 5 Jahre alt. Es gibt aber auch welche, die können bis zu 10 und älter werden. Das hängt so ein bisschen auch manchmal dann vom Kaninchen selber ab. So, jetzt geht es weiter. Hier sind wir jetzt bei den Havanna-Rexen. Die haben halt den Namen daher, so wie eben auch schon die Farbenzwerge, weißrennfarbig Havanna, von eben diesem bräunlichen Ton. Das wird in der Kaninchensprache als Havanna bezeichnet. Die sind auch noch nicht ganz so weit erzüchtet, deshalb merkt man hier auch, die haben nicht ganz so hohe Prämierungen wie die Blaurechse und die Schwarzrechse. Genau, jetzt können wir uns einmal schon wieder umdrehen. Hier sind wir jetzt wieder bei den Seabrights in Silber gesäumt und eben bei den Bantam. Die Farbe heißt Zitronenporzellanfarbig, die hier ausgestellt ist. Und hier oben sind jetzt die ostpreußischen Werfer in Schwarz. Ne, die haben diese Haube haben, ne, genau. Richtig, ne? Da ist das extra so erzüchtet worden, dass das denn so aussieht, dass die eben, ja, diese Formierung so über dem Kopf so ein bisschen zu sehen ist. Und die haben auch Federfüße. Ja, das stimmt. Ja, super, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Alles Gute, heute noch eine ordentliche Besucherzahl. Ja, vielen Dank, genau. Sehr gerne. Wir hoffen mal, dass durch Corona denn nichts passiert. Nein. Aber da glaube ich nicht dran. Dafür haben wir ja die ganzen Vorschriften und Regeln, dass das denn nicht passiert. Ja, sehr gut. Genau. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja.
das wäre ja ganz schön. Also ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles eingeladen, was ich konnte. Und wenn ich möchte, dann ist das eben so. Man kann keinen zwingen. Das stimmt. Aber schön, dass die Ausstellung stattfindet. Ja, das finde ich auch wichtig. Ich mach mal. Also. So, Gisela, das war eure Show, ne? Ich fand's richtig klasse. Ich finde Kaninchen ja auch schön, ne? Genau. Das ist ja auch deine Liebe, ne? Auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, dass ihr hier wart. Wünsche euch viel Spaß und dann guckt weiter die Videos. Bis dann. Ciao. Ja, macht's gut.